Wir sind heute Morgen an der Zittauer Hütte losgelaufen. Wir mussten natürlich erst einmal die vielen Schnitzel und Superschnitzel von gestern Abend ein bisschen rauslaufen. Sind dann hoch auf dem Rosskopf mit 2845 Metern. Das war unsere heutige Gipfelbesteigung. Super Gipfelkreuz oben drauf, haben alle schöne Fotos gemacht. Danach haben wir mit unserem Bergführer noch ein bisschen Trittschulung im Schnee, im Waldschnee gemacht. Hat riesen Spaß gemacht. Und dann sind wir über die Roskarscharte hinabgestiegen. Wir konnten uns dann eine ausgiebige Mittagspause gönnen, in der Sonne gelegen. Bevor wir dann den Schlussanstieg in Richtung Richterhütte auf uns genommen haben. Es wäre sehr schön, also so schöne Bergwerke. Und vor allem sehr wenig Menschen unterwegs, ist eigentlich einfach spitze. Ich bin die Julia von der Richterhütte und das ist der Ernst, den kennt ihr schon. Der Bergführer. Und ich habe eigentlich den Spucklerweg von Nordtirol nach Südtirol praktisch erfunden und ausgearbeitet. Und wir sind da gut aufgehoben bei der Julia, also gutes Essen und alles. Und echt lässig jedes Mal, wenn ich da mit den Kunden herkomme. Was haben denn die früher geschmuggelt da eigentlich überhaupt? Oh, du fragst mich Sachen. Ja, ja. Sicher Wein. Von Südtirol auf, glaubst du? Wein, einen guten Wein.